Am 8. Mai wurde im Fluss Nebel bei Hoppenrade im Landkreis Rostock eine bekleidete Leiche gefunden. Am Torso fehlten mehrere Körperteile. Durch den Einsatz einer Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Rostock konnten sie gefunden werden. Darunter befand sich auch der Kopf. Damit sei über die Rechtsmediziner eine Identifizierung möglich gewesen. Am 19. Mai informierte eine Polizeisprecherin, dass es sich um einen 52 Jahre alten Mann aus Schleswig-Holstein handelt, der aus Mecklenburg stammt. Es gab aber keine Vermisstenmeldung. Die Todesursache ist noch nicht geklärt.